Männer sind Schweine. Mit dieser Nummer bewies Thomas Muster schon beim Einzug in die Salzburg Arena, dass es im Ernst ist. Immerhin galt es, die Männerehre zu retten. Sibylle Bammer hingegen war von seinem Ehrgeiz wenig beeindruckt. Kurz vor dem Match blieben beide in ihrer Garderobe. Das Gerede vor dem Duell der Geschlechter war aber groß. So war sich Tina Bammer, die Tochter von Sibylle, sicher, dass die Mama gewinnt. Ja, ich glaube schon. Und der Thomas Muster ist ja keine 60 Jahre, sondern 40 Jahre und noch, wie ich gesehen habe, noch immer in einer guten Verfassung. Also Herren und Damen, denen ist schon ein bisschen ein Unterschied und natürlich ist die Sibylle der Außenseiter. Nur der Tom hat was zum Verlieren, die Sibylle kann am Platz gehen, locker drauf losspielen und insofern ist das sicherlich für einen Mann ein bisschen mehr Druck. Der Thomas war am Anfang ziemlich nervös, also ich glaube nicht einmal im Paris-Finale habe ich so nervös erlebt wie heute am Anfang. Ich glaube, das bringt man, wenn man mal in dem Sport war, nicht raus, aber ich glaube, ganz ernst wird das nicht nehmen, hoffe ich. Ich helfe zu den Frauen, weil Frauen müssen zusammenhelfen. Wo ist es im Leben? Ich helfe auch den Frauen oder ich helfe auch zur Frau, weil die hat es notwendig. Also ich hätte ganz gerne, dass er gewinnt. Ja. Ich muss mich auf die Seite der Männer schlagen, weil so viele auch auf der Seite von der Sibylle sind. Mit viel Witz, manchmal auch mit einem ehrgeizigen Aufschrei wie zu seinen Glanzzeiten, gewann Thomas Muster in zwei Sätzen das Duell. Es wäre ihm ja auch peinlich gewesen, gegen eine Frau zu verlieren. Das sollte man nicht. Also es ist vor allem beim Sport, oder gerade beim Tennis vielleicht, oder wo es eher um Kraft und so weiter geht, vielleicht eher weniger. Aber es ist, hat natürlich eine gewisse Peinlichkeit und der männliche Stolz schon zerstört. Im zweiten Satz, wenn ich 3-1 vielleicht gemacht hätte, wäre es vielleicht spannend geworden, aber so war ich eigentlich chancenlos. Im Vorfeld wurde via Ö3 die Stimmung mit Sprüchen angeheizt. Muster meinte ja, Advent, Advent, die Bammer rennt. Ernst gemeint waren diese Gehässigkeiten aber nie. Da ist mir ein Zettel vorgelegt worden und den habe ich runterlesen müssen. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Schwer zu tragen hatte Thomas Muster. Sein Bauch wurde zwar in den letzten 14 Tagen kleiner, gesehen hat man ihn trotzdem. Ja, das hat er nicht verstecken können. Er hat ein sehr weites Leiberl gehabt, aber es ist trotzdem immer noch zum Vorschein gekommen. Nein, der ist schon fit. Wieso weißt du das? Ja, das hat man gesehen. Als Frau sieht man sowas. Wenn man das als Frau nicht sieht, hat man ein Problem. Der Meiner kommt und geht. Also im Moment ist er wieder am Gehen. Ja. Also ich habe jetzt doch 6-7 Kilo abgenommen. In Australien will der 42-Jährige übrigens Weihnachtsurlaub machen und weiter abnehmen. Mit dabei auch seine kleine Tochter Maxim, die er nicht zum Match mitnahm. Er verriet uns nur, dass er die $100.000 Siegesprämie nicht fürs Kinderzimmer verwendet. Das ist ja schon fertig. Fertig eingerichtet, passt. Weil ja, dort schlafe ich nämlich. Dort sucht der Steirer wohl die Ruhe, um anderen Geschlechterduellen aus dem Weg zu gehen. Den Kampf gegen Bammer hat zwar er gewonnen, den Kampf um sein Idealgewicht aber nicht. Es ist für uns Bäuchleinträger ja, ein echter Schritt nach vorne. Nein, hallo. So hat einen Grund, warum ich beim Radio arbeite. Ja, also, ja.